Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Amerikaner relativ gut darin, nur leichte Panzer zu bauen. Gleichzeitig ermöglichten eine gigantische Ressourcenbasis, wissenschaftliches Potenzial und Erfahrung in der Organisation der Inlineproduktion den Vereinigten Staaten, das Schwungrad der Panzerproduktion schnell zu starten. Vergessen Sie nicht einen bedeutenden Trumpf: Es gab keine Militäroperationen auf dem Territorium des Landes, die die Wirksamkeit nur beeinträchtigen konnten. Keine einzige Bombe fiel auf die Fabriken von Ford, Chrysler und General Motors. Eines der Symbole der Macht des militärisch-industriellen Komplexes der Vereinigten Staaten kann als eine Pflanze angesehen werden, die darin enthalten ist: Geschichte unter dem Namen Detroit Arsenal, Detroit Arsenal Tank Plant. Für den Bau des Unternehmens wählten sie ein knapp 46 Hektar großes Grundstück, knapp 30 Kilometer vom Zentrum Detroits entfernt. In der Zukunft bildete sich die Stadt Waren um das Werk herum. Amerikanischen Quellen zufolge war das Detroit Arsenal das erste Werk in den Vereinigten Staaten, das ausschließlich für die Herstellung von Panzern gebaut wurde. Unter der Leitung des Architekten Albert Kahn und Chrysler wurde das Arsenal Ende April 1941 in nur 8 Monaten fertiggestellt. Das Chrysler-Team begann im September 1940 mit dem Graben unter dem Fundament. Die Daten des Produktionsstarts und des Bauabschlusses stimmten nicht überein, die ersten Tanks verließen die Tore noch vor der Abnahme der Anlage durch die Kommission. Auf jeden Fall wurde die riesige Anlage für damalige Verhältnisse in Rekordzeit errichtet. Der Legende nach hatte der Winter Michigan noch nicht verlassen, als die Arbeiter die Massenproduktion von Panzern beherrschten, und eine Dampflokomotive musste zum Heizen in eine der unfertigen Werkstätten gefahren werden. Trotz der Lage des Werks im Herzen Amerikas leistete Albert Kahn, wenn auch symbolisch, Widerstand gegen Bombenangriffe. Die Betonwände erreichten in einigen Bereichen eine Dicke von fast 1 Meter, und die Dachkonstruktion schützte kritische Knotenpunkte vor Zerstörung. Die ersten Panzer des Detroit Arsenal wurden im April 1941 herausgegeben. Es war der M3 Lee, später, nach der Erweiterung der Produktion, kam der M4 Sherman dazu. Chrysler war nie an der Entwicklung von Panzern beteiligt, und um dies zu veranschaulichen, geben wir ein Beispiel für die Entwicklung eines Motors für Sherman. Es wurde auch Frankenstein-Motor genannt. Es wurde aus 5 Sechszylinder-Personenbenzin-Motoren zusammengesetzt. Das Ergebnis war ein erstaunliches 30-Zylinder-Kraftwerk mit 425 PS. Eine andere Legende aus Detroit spricht über die Kompetenz von Chrysler auf dem Gebiet des Panzerbaus. Als er 1940 gefragt wurde, ob seine Fabriken und Arbeiter Panzer bauen könnten, antwortete der Präsident der Firma Keller entschieden mit Ja und stellte dann klar: Mit Blick auf die Zukunft werden wir erwähnen, dass das Detroit Arsenal zu verschiedenen Zeiten alle berühmtesten amerikanischen Panzer gebaut hat, M26 Pershing, M46 47 Patton, M67 Zippo Flammenwerfer, M60 und bis 1991 M1 Abrams Panzer. Mit einem hohen Maß an Konventionalität kann das Arsenal als Analogon des sowjetischen Tankograd bezeichnet werden, zu dem ein Unternehmenskomplex in Tscheljabinsk gehört. In der Panzerfabrik in Detroit prägte Präsident Roosevelt im September 1942 den Ausdruck Arsenal of Democracy. Einer anderen Version zufolge sprach er erstmals Ende 1940 darüber. Detroit wurde zu Beginn des Krieges zum größten militärisch-industriellen Zentrum der Vereinigten Staaten. Mehr als 350 Arbeiter zogen in neue Fabriken und bauten Autofabriken um Panzer, Flugzeuge, Lastwagen, Waffen und Munition zu montieren. Die Amerikaner errechneten, dass 2% der US-Bevölkerung, konzentriert im Ballungsraum Detroit, bis zu 10% der Militärprodukte des Landes produzierten. In nur 55 Betriebsjahren produzierte das Detroit Arsenal 44 Panzer.
In den Vereinigten Staaten brüstet man sich damit, dass das Werk in den Jahren des Zweiten Weltkriegs die Panzerproduktion des Dritten Reiches mengenmäßig übertroffen habe. Jeder vierte amerikanische Panzer, der von 1512 bis 1941 produziert wurde, kam aus den Toren des Arsenals von Detroit. Insgesamt sind das mehr als 1945 Fahrzeuge. Die Produktion kompletter Panzer in Detroit wurde 1991 eingestellt und nach weiteren 5 Jahren wurde das Werk endgültig geschlossen. Die Amerikaner fühlten sich als Sieger im Kalten Krieg und es wurde beschlossen, das zusätzliche Unternehmen in private Hände zu überführen. Während des Kalten Krieges zeichneten sich diese Strukturen durch eine Vielzahl interessanter Prototypen und massenproduzierter Militärfahrzeuge aus, die die Entwicklung der Weltindustrie gravierend beeinflussten. Sogar in der sowjetischen Ingenieurschule findet man viele Anleihen aus dem Arsenal von Detroit. Zum Beispiel wurde der MAZ 535 von der amerikanischen schweren Sattelzugmaschine XM-194 E38X8 inspiriert. Der erste Misserfolg ereignete sich 1952, als es dem Unternehmen nicht gelang, die Produktion von Panzern für den Krieg in Korea zu steigern. Interessanterweise war Chrysler zu diesem Zeitpunkt aus dem Geschäft genommen worden und das Werk wurde an die Artillerieabteilung der Armee übertragen. In der Folge gelang es dem Militär, das Werk in 5 Jahren so zu starten, dass es dringend an die Chrysler-Manager zurückgegeben werden musste, und damit flossen Pentagon-Aufträge in Höhe von mehreren Millionen Dollar in das Unternehmen. Insgesamt baute Chrysler zwischen 1952 und 1954 M443 Pattenpanzer. Für den Vietnamkrieg produzierte das Detroit-Arsenal mindestens 500 M47 A60. Als Reaktion auf den arabisch-israelischen Krieg von 2 produzierte die Fabrik eine Rekordzahl von 5 Panzern pro Tag. Seit 1979 betritt ein neuer Held die Szene, der Kampfpanzer M1 Abrams, dessen Produktion im Werk in Lima, Ohio, Lima Art Tank Plant, aufgenommen wurde. Zuerst produzierte das Detroit-Arsenal nur einzelne Komponenten für den Abrams, aber später konnte das Stammwerk die Rüstungsaufträge nicht mehr bewältigen, und Chrysler wurde in den vollen Produktionszyklus überführt. Seit 1982 wurde das Unternehmen jedoch von General Dynamics übernommen, unter dessen Führung M1 und M60 weitere 5 Jahre parallel produziert wurden. Der letzte Panzer verließ 1991 die Werkstor, es war der Abrams. Wenn Sie über solche Inhalte informiert werden möchten, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten.